Ich will ein Ticket, Omat. Hallo? Ich hätte gerne ein Ticket nach Altaspen. Ticket wird gedruckt. Wieb, boop, bieb. Bitteschön. Entnehmen Sie das Wechselgeld aus dem dafür vorgesehenen Wechselgeldfach. Denken Sie daran, Ihr Gepäck hier aufzugeben. Danke, Automat. Keine Ursache, Robert. Oh. Gruselig. Was haben wir denn hier? Wechselgeld? Das sind... komisches Wechselgeld. Möchtest du Geld? Ah, bleib Fogo mit deinem Müll vom Leib. Ah, das ist anscheinend Wechselgeld. Was willst du von mir? Das brauche ich dringender als er. Warte! Oh. Halt! Nasenkontrolle! Oh je. Es geht nicht. Okay, dann danke. Stets zu Dienst. Als Konroyalist. So. Gehst du bitte wieder? Streicheln ist keine so gute Idee. Aber du könntest den Karamellbomben... Ich möchte nicht, dass es wegfliegt. Aber wieso denn nicht? Hunger? Ja. Das hier? Nein. Warte mal. Geht das? Der Knopf sitzt in der Falle. Jetzt kann ich mir nämlich so ein Paket doch holen. Und dann... Boy. Sehr gut. Meine Kutsche ist da. Ohne Luftlöcher? Auf keinen Fall. Außerdem ignoriert der Greifarm Kisten ohne Versandaufkleber. Ich dachte, der hätte einen. Das muss nicht nach Altaspen. Okay, Oh nein, sind die süß! Oh nein, sind die süß! Oh mein Gott, ich will so süß! Ich will die haben! Oh mein Gott, sind die süß! Ich will die haben! Oh, die Küsse sehen aus wie Schweizer Käse. Oh Gott, sind die süß! Oh, und die gehen wieder rein. Die gehen von alleine wieder rein. Oh mein Gott, sind die süß! Oh, und haben alles sauber gemacht. Oh! Super! Kann ich die Schüssel wieder nehmen? Super! Oh! Ja, und jetzt? Mit der Kiste könnte ich nach Altaspen kommen. Shit. Das muss nicht nach Altaspen. Wieso schaue ich mir das an? Weil es heiß ist. Fühlt sich ziemlich warm an. Ach so, warm. Okay. Die Heizung hat das Karamellbonbon zum Schmelzen gebracht. Kann ich das jetzt... Warte, kann ich das jetzt... Das sollte klebrig genug sein, um nicht wegzufliegen. Der Duft.
warte. Kannst du... Die arme Wollmaus. Warum sind die Dinger aber auch so vielseitig einsetzbar? Aber das lassen wir erst mal. Die ist leer. Danke, aber ich möchte die nicht benutzen. Okay. Das brauche ich nicht zu kochen. Hey, Finger weg. Ich wollte ihn doch nur reparieren. Okay. Oh mein Gott, hat er nicht irgendwas von Zitrone gesagt? Es düftet ihn nach Zitrone. Das Pfützenwasser ist in der Spritze. So, was machen wir jetzt damit? Geben wir ihm einen Schuss genügend. Das erinnert mich an zu Hause. Wieso? Wir haben dort auch Dinge. Oh, okay. Alles direkt verdampft. Die ist leer. Vom Leib. Hey, guck mal, Ausweis. Das könnte praktisch werden. Hey, guck mal, meins. Hey, Finger weg. Können wir es ins Klo bringen? Nein, das brauche ich noch. Können wir es waschen? Oh mein Gott! Oh, da kommt ganz schön viel Wasser raus. Nach Zitrone riechendes Wasser. Was soll ich jetzt damit? Und Zitrone. Foggo hört ein Pfeifen. Flötenhasen. Muss Foggo erst rüberkommen? Sofort mit dem Pfeifen aufhören? Das macht Foggo irre. Meins. Umgebung gesichert. Foggo hat keine Flötenhase gesichtet. War nur ein Teekessel. Foggo hat alles im Griff. Das erinnert Foggo an das Blut seiner Feinde. Er sollte sich waschen gehen. Ja. Geh waschen. Ey, gib her. Ja, und nun? Können wir jetzt mit dem Reisenden da oben reden? Alter, warte mal! Nein, nach unten bitte. Warte mal. Guck dir das mal an. Wie in so einem Horrorfilm. Heftig. Guck
mal reißen da. Halt! Nasenkontrolle! Ich hab einen Ausweis. Oh je. Hey, ich dachte, ich bin ein Kornroyalist jetzt. Okay, dann danke. Stets zu Diensten. Ja, ich auch. Ich bin nämlich ein Kornroyalist. Hallo. Hallo, Nasenkontrolle. Guck mal. Ein Kornroyalist. Guten Tag. Dürfte ich den Sicherheitsbereich einmal inspizieren? Natürlich, Herr Fogo. Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Und heil Emil. Ja, ja, du auch. Ja. Okay, Reisender. Was geht ab? Hallo? Seid ihr auch Conroyalist? Natürlich. Heil Conroy. Heil Emil. Das heißt, ihr mögt keine Flötennasen? Ich hasse sie aus tiefster Seele. Hey. Und nun entschuldigen Sie mich. Ich muss mich aufs Warten konzentrieren. Es sind viele Conroyalisten unterwegs. Na, irgendwer muss ja für Ordnung sorgen und die Flötennasen besiegen. Okay. Was wollt ihr denn in Altaspen? Ich will meine Mutter besuchen und ein wenig die Architektur genießen. Genau, ja. Warum stellen Sie denn so viele Fragen? Wollen Sie meine Platzreservierung sehen? Und ich habe mich genau an die Obergrenze für Flüssigkeiten gehalten. Ich war auch schon bei der Gepäckkontrolle. Sie können mir glauben, ich halte mich an Vorschriften. Das sagst du so in deinem Jugendlichen Alter. Warum gibt es denn hier eine Gepäckkontrolle? Ach, die werden schon ihre Gründe haben. Ich habe exakt die erlaubte Menge an Flüssigkeit dabei. Ich halte mich an die Vorschriften. Andere durften auch schon nicht mitfahren, weil sie zu viel dabei hatten. Aber ich habe nicht zu viel dabei. Alles genau richtig. Ich bin ein gesetzestreuer Asposa. Das ist so verdächtig, junger Mann. Das Gepäck kann jederzeit kontrolliert werden? Aber ja doch, es muss ja alles seine Ordnung haben. Oh, falls die Wache mich kontrolliert, werden sie genau die vorgeschriebene Menge Flüssigkeit finden. Kein Tröpfchen mehr. Okay, Platzreservierung, mein Freund. Könnte ich nicht zufällig euren Platz haben? Ich muss wirklich ganz dringend nach Altaspen. Nein! Glauben Sie denn, ich muss nicht ganz dringend meine Cousine besuchen? Ich dachte Mutter. Wolltet ihr nicht eigentlich eure Mutter besuchen? Ja, Mutter und meine Cousine. Natürlich, habe ich doch gesagt. Nun, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss warten. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit ihr mir den Platz gebt? Nein, meine Güte. Wenn Sie unbedingt einen Platz haben wollten, dann hätten Sie früher hier sein müssen. So wie ich. Wie lange warst du denn schon da? Ich war ganz so viel. Nun denn, ich schätze, ihr müsst weiter warten. Ja, aber nicht mehr lang. Alt Aspen, ich komme. Tschüss. Verschwinden Sie endlich. Ein volles Trinkpäckchen mit genau 200 Milliliter Inhalt. Das gönnt es mir. Da lasse ich lieber die Finger von. Hey. Hack! Hack mal auf den Kerl herum. Hey. Aha! Tiere müssen in einem genormten Versandkäfig reisen. Ach, leck mich doch! Danke für euer Verständnis. Ich hacke? Tiere müssen in einem genormten... Hack, hack, hack! Hack, hack. Oh! Plakate oder Schilder abnehmen, ist in Asposien verboten. Gegen das System. Plakate oder Schilder abnehmen, ist in Asposien verboten. Ich
gerade eine Errungenschaft freigeschaltet, die heißt Staatsfeind Nummer 1. Jetzt habe ich gerade voll Bushido im Kopf. Sind doch Staatsfeind, ich bin wieder und her, guck her, ich bin wieder und her. Schau nur, aufregend, nicht? Ja. Oh. Ach, ich bin hier. Okay. Tiere müssen in einem Genuss... Danke für euch... mich doch am Popo. Tiere müssen in einem Danke für euch... Leck mich doch. Guck mal hier, hast du was für dich? Das scheint ihn zu interessieren. Ja, nimm's doch. Ja. Das scheint ihn zu interessieren. Ich häng's für dich auf. Hier. Oh, oh. Oh Gott! Wie süß! Können wir jetzt den Tee nehmen? Guck mal, Teekessel. Aua! Viel zu heiß zum Anfassen. Stillhalten. Ah. Oh, hier riecht es auf einmal so nach Zitrone und Kräutern. Das erinnert mich sehr an meine Frau. Hallo, Herr Klein. Ah, ja. Ich hab dich schon von Weitem gerochen. Der Komm ruhig echt... näher, Robert. Robert! Das ist die Art Mann, vor der ich dich immer gewarnt habe, Robert. Nein, danke. Ich glaub, ich bleib hier stehen. Entschuldigung. Ich bin ans Mikrofon gekommen. Ja. Hat er schon recht. Ihr solltet kündigen. Ja! Dieser Geruch nach Heimat. Ich würde ja gerne, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, ihr solltet es tun. Dann werdet ihr glücklich. Mehr Gerüche. Gib mir mehr. Was denn? Ich nehme an, ihr braucht den Versandkäfig noch. Der genormte Versandkäfig VBA1? Ja, leider. Na toll. Und ich brauche natürlich auch einen. Weißt du was? Wenn ich meinen Job an den Nagel hänge, gehört er dir. Ja. Dann ist der Vogel frei. Ich bin frei. Und du hast einen Käfig. Oh. Das wäre zauberhaft. Bitte. Aber es ist nur ein Wunschtraum. Oh, wieso denn? Was wo ist denn euer Zuhause? Zuhause ist da, wo das Herz ist. Und mein Herz ist in Unternickwitz. Bei meiner Frau und meinen Kindern. Und meinem Traum, Holzfäller zu werden. Holz. Aber ich will nicht drüber reden. Stimmt, da war ja noch irgendwas mit Holz. Auf Wiedersehen. Kleiner Schnüffler zum Abschied? Ich denke nicht. Nein. Haben wir noch hier irgendwas mit Holz? Nein. Man kann nie genug panieren. Ja, jetzt riecht da auch noch alles nach Holz, ne? Bitte. Bitte.
bitte? Hallo, Herr Klein. Mir fällt sonst nichts ein. Ja, ich hab dich schon von Weitem gerochen. Komm ruhig näher, Robert. Das ist die Art Mann, vor der ich dich immer gewarnt habe, Robert. Da muss ich ihn aber nein, echt danke. Okay. Herr kann immer nicht kündigen. Ihr solltet kündigen. Dieser Geruch nach Heimat. Ich würde ja gerne, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, ihr solltet es tun. Dann werdet ihr glücklich. Mehr Gerüche. Gib mir mehr. Was will er denn noch? Warte mal. Reisen. Was hat mir denn noch für Gerüche? Es tut mir leid, dass euch eure Familie fehlt. Ja. Am schlimmsten ist es, wenn irgendwo ein Geruch herkommt, der mich an sie erinnert. Die Zitronenbäume meiner Frau. Ja. Ihr Kräutergarten. Ja. Die Karamellzuckerwatte meines Sohnes. Der süße Geruch von Holz. Haben wir nicht alles gemacht? Auf Wiedersehen. Kleiner Schnüffler zum Abschied? Ich denke nicht. Nein. Ich dachte, wir hätten alles gemacht. Bitte. Hallo, Herr Klein. Ich frag nochmal wegen dem Käfig. Vielleicht sagte Daniel. Ja. Oh. Ich hab dich schon. Das. Nein, danke. Bitte. Ich nehme an. Weißt du was? Da. Aber. Es. Ach, bitte. Ihr so. Doch. Auf Wiedersehen. Wieso? Kleiner Schnüffler zum Ab. Nein, danke. Wieso? Stillhalten. Mehr? Der Duft nach Zitrone und Kräutern wird immer intensiver. Das brauche ich nicht zu kochen. Okay, dann. Bitte, bitte. Hallo, Herr Klein. Das ist... Nein, danke. Kündigen. Ihr solltet kündigen. Dieser Geruch nach Heimat. Ich würde ja gerne, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, ihr solltet es tun. Dann werdet ihr glücklich. Mehr Gerüche. Gib mir mehr. Oh, will er mich verarschen? Auf Wiedersehen. Kleiner Schnüffler zum Abschied? Nein. Will er mich verarschen? Stillhalten. So. Duft nach Zitrone und Kräutern wird immer intensiver. Ah, vielleicht muss ich nochmal den Karamellduft intensiver gestalten. Warte mal, nach oben, ne? Und dann ist ja auch noch Holz. Ah, stimmt. Ich bin so ein Dussel. Oh. Oh, der guckt knicklig. Riecht ihr was? Das riecht wie zu Hause. Atemberaubend. Es reicht. Ich kündige den verdammten Job. Heimat, ich komme. Und du, Vogel, du bist jetzt frei. Feuer! Oh. Freiheit! Ja! Viel Spaß! Ich möchte lieber nicht stören. Ja, er sieht glücklich aus. Können wir das da runterbringen? Hey, Laura, ich schicke dir Huck rüber. Alles klar. Huck, komm her.
Du bist es wirklich. Meine Lieblingstaube. Ja, meine auch. Oh Gott. Wieso so süß? Da ist ein Aufkleber für den Versand nach Altasten drauf. Oh ja, let's go. Das hauen wir jetzt da drauf. Schade, der klebt nicht mehr richtig. Können wir das... Oh, ups, ah. Lecker. Können wir da rein? Nichts wie weg hier. Dieser Ort deprimiert mich. Hack! Drauf. Aber was ist denn jetzt mit Hack? Ach, der ist da reingeflutscht. So, jetzt müssen wir nur irgendwie einen Platz ergattern. Wir das denn jetzt hin? Die ist leer. Das wäre voll fies. Warte mal. Das wäre voll fies. Das wär... Nein. Oh Gott, ich muss niesen. Das Pfützenwasser ist in der Spritze. Wir haben... Also er hat die ausreichende Menge an Flüssigkeit. Wenn wir... Oh, das funktioniert doch nicht. Oh. Das sind über 200 Milliliter. Huhuhu. Hallo, ich bin's nochmal. Nicht erschrecken. Warum sollte ich mich erschrecken? Ich habe keinen Grund, mich zu erschrecken. Wer will das wissen? Ich? Oh, wir können nicht mal. Nun denn, ich schätze, ihr müsst weiter warten. Ja, aber nicht mehr lang. Alt Aspen, ich komme. Tschüss. Verschwinden Sie endlich. Guck, wenn du jetzt da so über Kopf ist, da sehen wir es. Das ist eine Brezel. Das ist eine schöne bayerische Brezel. Ich hoffe, da ist sehr viel Salz drauf. Warte mal, Ojo gerade. Ich liebe Brezeln mit Salz. Und kennst du Brezeln, die so aufgeschnitten sind, ist, wo da so Frischkäse drauf geschmiert ist und so ein bisschen Schnittlauch, die sind auch voll geil. Vor allem, wenn da noch ordentlich Salz drauf ist. Können wir die verpetzen? Hallo! Wie kann ich behilflich sein? Du machst jetzt Dinge! Oh, wir sind voll fies. Der wartet auf sein... will seine Mutter Cousine besuchen. Konroyalistenanweisung. Sofortige Gepäcknachkontrolle bei verdächtigem Individuum. Zugriff! Jawohl. Gepäcknachkontrolle. Ich habe mich genau an die Vorgaben gehalten. Oh. Oh. Hey, zu viel Flüssigkeit. So dürft ihr aber nicht mehr mitfahren. Was? Nein, ich habe doch auf alles genau geachtet. Bitte folgt mir in den Kontrollbereich. Ach, das wird doch nicht nötig sein. Sehr verdächtig. Stillhalten. Nein! Flötennase? Ha, ich habe eine Flötennase gefunden. Mitkommen.
Flötennasen kommen nach Oberasposien. Order von ganz oben. Du darfst in den Brunnen fallen. Nein. Ich hab's geahnt, bitte. Aber... Ich habe Familie. Berichte, Flötennase entdeckt und abgeführt. Ihr habt dem asposischen Volk einen großen Dienst erwiesen. Oh mein Gott, was passiert jetzt mit ihm? Ich meine, ich weise euch hiermit an, die Flötennase sofort freizulassen. Nein, Order von ganz oben. Oder seid ihr etwa Emil? Nein, Emil sah anders aus. Was habe ich getan? Tja, ich muss zugeben, ich bin erfreut zu sehen, dass doch noch etwas von meiner Erziehung bei dir hängen geblieben ist. Deine eigene Familie zu verraten. Es schwelt mir stolz das Vaterherz. Schnauze! Nein, nicht du schon wieder. Ich muss schnell den Windmönch finden, bevor alle in den Brunnen gestoßen werden. Es tut mir leid, ich hab's aber irgendwie geahnt. Ach, es tut mir leid. Oh Gott. Augenblick, habt ihr ein Ticket? Ja. Selbstverständlich. Sehr gut, dann müsst ihr aber noch, jedenfalls. Danke für euer Verständnis. Dann auf nach Altaspen. Hoffentlich kommen Laura und Huck auch gut an.